Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri. Heute ist der 16. Tag im Winter und außerdem ist heute Dörtes 100. Tag im Sternentautal. Da sind die Geister auch mal gleich gut drauf. Habe ich gerade rausgefunden. So lange hält Dörtes jetzt also schon hier aus und heute ist sozusagen ihr 100. Tag im Amt als Bäuerin des Tyrannenhof. Und sie hat natürlich die letzten 99 Tage auch schon viel erreicht. Also die Gemeindeverbesserungen mit Joja alle abgeschlossen, über 580.000 Gold eingenommen. 54.000 Gold haben wir noch auf dem Konto. Könnten wir mal wieder investieren. Aber ich fürchte, da wird heute draus wieder nichts, weil die gute Mani nämlich dienstags immer nicht da ist und Robin auch nicht, weil die beide beim Sportkurs sind. Das heißt, ja, daraus wird heute halt nichts. Ich werde hier schon mal ein paar Sachen machen. Die Sonnenblume müsste ich aber irgendwie auch mal noch hier rausnehmen. So, wir machen jetzt erstmal hier Mayonnaise. Dann einmal Käse und dann nehme ich die Sonnenblume noch mit. Gut. Hier passt doch noch ein bisschen was rein. Hier bestimmt auch. Genau. Wir haben gestern ein bisschen Fisch gefangen, weil im Moment der Nachtmarkt in der Stadt ist. Und da werden wir heute Abend auch wieder hingehen. Denn wir müssen noch einen Fisch fangen, den wir bisher noch nicht bekommen haben. Außerdem gibt es schönes Saatgut und so, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich mache hier mal ein paar Sachen in die Truhe rein. Wir haben sehr viel Saatgut im Inventar gerade, das ist so ein bisschen nervig. Wir könnten allerdings den Kaffee hier auch noch lagern für Harvey. Und dann verkaufen wir natürlich noch ein paar Sachen. All dieses hier, die Seegurke. Bei den neuen Fischen, die wir bekommen haben, müssen wir mal gucken. 100 und 220, das lohnt sich auf jeden Fall, die zu räuchern. Irgendwie wäre es schön, wenn wir diese Fischentruhe hier in der Nähe hätten. Und vielleicht auch ein bisschen Kohle, damit wir nicht jedes Mal so weit hin und her laufen müssen. Aber wenn wir die Kohle hier drüben hinmachen, müsste man fast überlegen, ob man die Schmelzöfen auch hier hinten unterbringt. Muss ich mal gucken, wie wir das anstellen. Auf jeden Fall muss ich mein Saatgut irgendwie loswerden. Warum habe ich denn jetzt das wieder verloren? Ach, hier sind ja auch noch welche drin. Und da fällt mir auch gerade noch was anderes ein. Und zwar, wir haben hier eine Quest für Robin. Robins Projekt. Wir sollen ja 80 Hartholzstücke bringen, die wir allerdings auch erstmal sammeln müssen. Also ich kann jetzt nicht einfach das aus meinem Vorrat nehmen. Also kann schon, aber es bringt halt nichts für den Abschluss. Deshalb müssen wir irgendwie an 80 Hartholz kommen und das ist, glaube ich, schon ganz schön happig. Weil unsere Hauptquelle ist ja eigentlich der geheime Wald und ich glaube, jetzt in 6 Tagen an 80 Hartholz zu kommen, dürfte schon fast unmöglich sein. Was wollen denn die Regenbogenforellen? Bitte, könntest du uns 3 Goldbarren bringen? Oha, aber ich glaube, die habe ich sogar. Das wäre gar nicht so ein Thema. Könnten wir locker machen. Dann werde ich die mal noch ins Inventar packen. 1, 2, 3. Ja, was dieses Hartholz angeht, diese Thematik, habe ich mir aber was ausgedacht. Und zwar haben wir ja Mahagoni-Samen, die wir anpflanzen könnten. Und die wachsen allerdings im Winter jetzt nicht so gut, also generell wachsen Bäume nicht so gut, aber es gibt einen Baumdünger hier für Fasern und Stein. Den könnten wir machen und dann müsste das auch im Winter ganz gut wachsen. Machen wir hier direkt mit dem Gruselfisch weiter. Dann verkaufen wir das hier noch. Okay, ich meine, wir müssen eh zur Saatguttruhe nach hinten. Dann gucken wir mal, wie viel wir haben. Wir haben 9 Mahagoni-Samen. Ich kriege hier mein Saatgut gar nicht komplett unter. Gut, vielleicht könnten wir im Gewächshaus nochmal was anpflanzen. Wir haben ja nochmal 10 Qualitätsdünger bekommen. Was wollen wir denn dafür nehmen? Können wir einfach ein bisschen gemischte Blumensaat jetzt erstmal einpflanzen. Ich weiß jetzt gerade noch nicht so richtig, was ich gerade machen will. Deshalb, ja, machen wir es jetzt so. Ich pflanze hier schnell was. Können wir bei der Gelegenheit auch hier gleich das Feld anlegen. Dann die 10 Dünger einpflanzen und das hier. Das mit den Blumen ist natürlich hier drin eigentlich, naja. Gut, ich mache das jetzt hier voll, dann sind die beschäftigt. Ich glaube, die Gießkanne glücklicherweise mitgenommen. In weiser Voraussicht oder so. Okay. Reif geworden ist ja gerade nichts, ne? Damit hätten wir jetzt hier auf jeden Fall wieder Platz, um noch ein bisschen was unterzubringen. Wir brauchen mindestens 9
Baumdünger, aber wir haben doch hier auch schon mal was angepflanzt. Da könnten wir auch gleich nochmal gucken, aber ich glaube, ich gehe erstmal noch bei den Kühen vorbei, wenn ich schon mal gerade hier bin. Der Zaun hier zerfällt auch allmählich. Okay, einmal Ziegenmilch. Und zweimal Kuhmilch. Ich muss jetzt endlich mal diese Tiere hier kaufen. Ich hoffe mal, dass Mani morgen da ist. Und dass wir das endlich machen können. Das wäre echt nicht schlecht. So, dann hier. 1, 2, 3. Danke, dieser Goldbarren wird uns gesund halten. Aha. Wie hält euch Gold gesund? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die volle Belegung freigeschaltet. 10 Regenbogenforellen können sich jetzt hier tummeln. Das finde ich ganz gut. Hier haben wir nach wie vor nur 3 Stück drin. So, und hier haben wir ja schon mal einen Mahagoni-Baum. Ich glaube, hier auf dieses Harz können wir so ein bisschen verzichten. Da habe ich sowieso mehr als genug. Da nehme ich den lieber weg und habe nochmal einen Mahagoni-Samen dazu bekommen. Ja, vielleicht machen wir jetzt einfach mal... Wir können auch ein bisschen mehr machen. Vielleicht können wir ja noch den einen oder anderen Baum auch zum Wachsen bewegen. Wo machen wir das am besten? Vielleicht mache ich hier so eine kleine Mahagoni-Plantage vorübergehend. Das ist jetzt nur für den Winter sozusagen. Für die nächsten Tage, um an ausreichend Hartholz zu kommen. Wo habe ich denn jetzt den Baumdünger? Ach, hier. Klagt er sich natürlich jetzt bei jedem zweiten Baum, dass es nicht wächst. So, der hier könnte noch wachsen. Ich bin mir bei denen hier nicht sicher, wenn die so nebeneinander stehen, ob das überhaupt funktioniert. Ich probiere das jetzt hier aber mal so ein bisschen. Beim ein oder anderen Baum. Manche davon könnten auch noch ein Mahagoni-Baum sein. Okay. Eigentlich müssten die Fische da oben schon wieder fertig sein, ne? Ja. Noch eine Runde. Schon 11.40 Uhr. Da hinten könnten wir auch noch mal was machen. Ich muss auch noch mal eigentlich zu den Hühnern vorbei. Kann es aber auch für heute einfach mal lassen. Ich meine, es ist nicht so, dass wir jetzt groß in Eile sind, aber da wir eben noch an Hartholz kommen müssen, also ich würde jetzt auch noch in den geheimen Wald gehen, um daran zu kommen. Das wäre nicht verkehrt. Das können wir nicht hier lassen. Achso, mein Hund braucht noch was zu trinken. Ja, wieder ein bisschen nett sein hier. Das kann noch verkauft werden. Okay. Hartholz kommt hier rein. Die Kohle werde ich auch schon mal hier lagern. Das kann hier wieder rein. Der Zapfhahn muss natürlich wieder irgendwo untergebracht werden. Der Tintenfischleich. Ich muss auch noch was in den Dehydrator machen. Ich guck mal, ob hier unten die Pilze fertig sind. Müsste eigentlich heute, oder? Ja, tatsächlich. Und es sind sogar 5 gewöhnliche Pilze. Könnte man ja gleich mal nutzen. Das hier rein. Den Fisch mache ich jetzt hier rein. Tja, und dann den Zapfhahn noch irgendwo unterbringen. Mal gucken. Ach, wisst ihr was, ich gehe jetzt doch noch kurz zu den Hühnern. So viel Zeit muss sein. Einmal lieb sein, alle Hühner auf einem Haufen. Nein. So, einen haben wir hier noch. Also das hier muss ich unbedingt irgendwie anders machen. Das ist total umständlich, da jedes Mal drum herum zu reiten. Das mache ich bei Gelegenheit alles wieder anders. So, jetzt brauche ich irgendwie noch einen Baum, an dem ich diesen Zapfhahn unterbringen kann. Haben wir vielleicht irgendwo noch eine Eiche? Das könnte eine sein, oder? Machen wir das mal hier hin. Dann werde ich jetzt erstmal in den geheimen Wald reiten. Ich werde auf jeden Fall dort an Hartholz kommen. Und mal sehen, wie viel Zeit uns dann noch bleibt, bis der Nachtmarkt aufmacht. Hier müssen wir ja auch noch Hartholz hinbringen. Waren, glaube ich, auch 100 Stück, oder? Naja, gut, dass ich die Mahagoni-Bäume jetzt gerade anpflanze. So. Aha, ja, da sind natürlich wieder Schleimis. Kommt nicht wieder? Egal. Da kann ich noch was ausgraben. Eine Schneewurzel. Komm schon. So, die bringen ja, glaube ich, immer nur so 2, oder? Ja. 2 Hartholz hier. Da haben wir ziemlich viel Stechpalme hier.
Ah, da ist ja wieder einer von denen hier. Okay. Den noch weg. 15.30 Uhr. Aber da unten ist noch ein Schleim. Ich hatte gerade überlegt, es gibt hier im geheimen Wald auch noch einen Fisch zu angeln. Wir könnten ja, um uns nur ein bisschen warm zu fischen, einfach schon mal hier eine kleine Runde machen. Ich weiß jetzt nicht, mit welcher Wahrscheinlichkeit wir den treffen. Aber einmal würde ich ihn gerne mindestens angeln. Ah, das ist er übrigens auch schon. Ja, das ist der Waldspringer. Den wollte ich haben. Häufiger muss es nicht unbedingt sein. Wir nehmen den jetzt einmal mit und dann... Gut. Okay. Das sind 12 Hartholz. Also wenn man das jetzt mal 6 nimmt, dann kommen wir bei 72 raus. Also das würde nicht reichen. Wenn man jetzt 7 Tage lang wirklich jeden Tag hier reingehen würde, dann würde es klappen. Aber wir haben ja gestern den Tag schon verpasst, deshalb, ja, geht das leider nicht. So, der Nachtmarkt ist jetzt offen. Dann werden wir da auch direkt hingehen. Da kommen sie gerade alle an. Ach, jetzt hätte ich bestimmt ein paar Geschenke mitnehmen können. Mal gucken, ob ich da vielleicht morgen mal dran denke, dass ich mal Geschenke mitnehme, um auf dem Nachtmarkt ein paar Leute zu beschenken. Ich hatte mir das eigentlich extra angeguckt, wen ich da treffen kann, aber ja, wie so oft, einfach vergessen. Warum ist die Truhe hier eigentlich weg? Ich bin ein bisschen verwirrt, sollte hier nicht eine Verkaufstruhe von mir sein? Und mein Krabbenpott ist auch nicht da. Ach so, ist das jetzt wegen dem Nachtmarkt? Kann das sein, dass das am Nachtmarkt liegt? Ha. Ich erledige meine ganzen Feiertagseinkäufe heute Nacht. Sag Bescheid, wenn du Pierre siehst. Aha. Okay, da wird schon wieder ganz schöne Sachen gekauft zu Weihnachten. Also nicht Weihnachten, das Fest des Wintersterns heißt es hier, ja? Dein Name ist Dörte, richtig? Ja, Hayley. Gut, dass du das nach einem Jahr fast... dir merken kannst. Ich vergesse das andauernd, ey. Ach, wir haben mir schon so schöne Sonnenblumen geschenkt. Na gut. Ich möchte mit dem Boot fahren. Mit welchem denn? Mit welchem Boot? Demetrius ist hier. Ich habe gehört, dass du kürzlich die Kaliko-Wüste besucht hast. Wie faszinierend. Ich bin sicher, du hast auf deiner Reise viele einzigartige Lebensformen beobachtet. Ja, in den Höhlen zumindest haben wir einzigartige Lebensformen. Naja, so, wir holen uns unseren Kaffee. Genau. Dann habe ich gerade noch Maru kommen sehen. Meine Haare kräuseln sich so in diesem trockenen Wetter. In diesem trockenen Wetter? Meine kräuseln sich immer nur bei Feuchtigkeit. Was haben wir denn hier? Kohle und Iridiumerz? Oha, ich muss das viel häufiger machen. Gut, dass ich das gerade gesehen habe. Dann, was haben wir denn hier? Mani ist da. Oh, feine lila Seide. Sowas gibt's im Joja-Markt nicht. Das stimmt. Feine lila Seide? Eher nicht. Orangensetzling für 4000. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, ist das ein guter Preis dafür? Könnte ein Normalpreis sein, oder? Wir könnten ihn uns auf jeden Fall einmal kaufen. Ich brauche eh noch ein paar Obstbäume. Ja, aber das ist alles nichts Besonderes, was wir hier sonst so sehen. Dann Louis. Weißt du, ich habe viele meiner Lieblingsstücke auf diesem Markt gekauft. Okay. Ach, hier gibt es wieder einen originalen Lupini für 1200 Gold. Gäbe es so ein hübsches Porträt. Aber ich glaube, auch heute sind wir da eher nicht drauf aus. Worauf ich aber aus bin... sind hier diese ganzen Saatgüter. Das wird jetzt natürlich wieder spannend, weil wir gar nicht mehr so viel Platz im Inventar haben. Ich hatte eigentlich darauf gehofft, dass wir das noch ein bisschen verkaufen können in der einen Truhe. Deswegen bin ich gerade ein bisschen entsetzt.
Naja, ich kaufe halt nach wie vor einfach die Sachen hier. So ein gewisser Grundstock. Boah, jetzt ist wieder richtig viel. Moonsaat. Sommerschmuck. Ja. Ich glaube, das habe ich eigentlich auch schon. Ist vielleicht ein bisschen zu viel, oder? Davon nochmal 8. Aber Maissaat habe ich auf jeden Fall noch und Sonnenblumen brauche ich auch nicht. Okay, dann verzichten wir wenigstens darauf. Ich kann hier nichts verkaufen, oder? Aber ich kann hier meinen Dünger reinmachen. Meinen Köder meine ich. Das Harz könnten wir eigentlich direkt verkaufen. Ja, naja, gut. Offen war das Beste, dass wir mit diesem wenigen Inventarplatz irgendwie auskommen. Notfalls kann ich auch nochmal was essen, um mir Platz zu bekommen oder so. Wir werden uns auf jeden Fall wieder in die Tiefsee begeben und dort ein wenig weiter fischen. Wir sind schon bereit. In der Stadt hat ein Brassewahnsinn begonnen. Na, deswegen tauche ich jetzt aber nicht wieder auf. Das ist schon mal klar. So, auf die Plätze, fertig, los. Aha, ja. Erstmal Seetang. Schön. Ein Gruselfisch. Sehr schön. Komm schon. Was bist du für einer? Oh, das ist er. Der Blockfisch. Auf den habe ich spekuliert. Gut, dass wir den jetzt auch bekommen haben. Ich werde natürlich so lange angeln, wie es geht heute. Seegurke. Mitternächtlichen Tintenfisch. Ein Schatz. Den können wir jetzt wahrscheinlich gar nicht unterbringen, oder? Ah, habe ich eh nicht bekommen, weil der Fisch auch noch mitgekommen ist. Na, was bist du wieder für einer? Komm schon, hier geblieben. Noch ein Blockfisch. Sehr schön. Ein Schatz. Den hole ich mir diesmal an. Der Gruselfisch und... Oh, das wird jetzt schwierig. Also, Mahagonisamen will ich eigentlich nicht loswerden. Den Schleim können wir hier unterbringen. Und der Seetang ist uns auch nicht so wichtig, würde ich behaupten. Noch mehr Schätze. Oh, das ist ziemlich traurig, wenn man die nicht bekommt. Also wenn man sie bekommt, aber dann nicht unterbringen kann. Bin gespannt. Oh, noch ein Tintenfisch, ein Diamant und der Laich. Okay. Wenn ich gewusst hätte, dass ich die Sachen hier nicht verkaufen kann, wäre ich, glaube ich, nochmal nach Hause gegangen. Ich werde jetzt hier die einfache Stechpalme, ich glaube, ich werde die Stechpalme generell verkaufen. Dann haben wir den schon mal und den Diamanten. Die Stechpalme kann auch weg. Stopp. Okay. Oh mein Gott. So viel Schätze kann ich hier nicht unterbringen. Was bist du für einer? Bist du wieder ein Blockfisch oder eine Superseegurke? So wie die abgeht, könnte es eine Superseegurke sein. Zeit würde auch passen. Wobei ich nicht weiß, ob die Zeit hier unten überhaupt eine Rolle spielt. Ist aber eine. Für die ich auch wieder keinen Platz habe, natürlich. Na gut,
Schneesüßkartoffel. Also womöglich können wir heute Abend nicht so lange angeln, weil wir einfach nicht genug Platz für all das haben. Ist ein bisschen traurig. Naja, der hat noch gepasst. Ein Schatz. Mal gucken, was es ist. Ein Gruselfisch mit einem rostigen Zahnrad. Das hatte ich aber schon mal. Das kann weg. Seetang. Den kriege ich nicht mehr unter. Dann wird der auch direkt verkauft. Wieder ein Schatz. Ich hole mir den natürlich rein, aber wahrscheinlich wird das wieder nicht passen. Es sei denn, ich finde nochmal irgendwas, was ich schon hatte. Gruselfisch mit einer mysteriösen Kiste. Dann werde ich jetzt wohl den Krokus aufgeben. Und der wilde Köder ist natürlich auch cool. Dann gebe ich auch noch den anderen Krokus auf. Aber ich glaube, jetzt sollte ich wirklich mal nach oben gehen, weil noch mehr will ich jetzt nicht in den Mülleimer schmeißen. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass ich hier noch Sachen verkaufen kann. Und bin natürlich dementsprechend, war ich jetzt natürlich, ja, nicht so vorsichtig. Gut, den Flusskrebs könnte man notfalls noch verkaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier klappt. Was bekomme ich? Eisenerz. Naja, das ist natürlich irgendwo wertvoller als der Flusskrebs. Ja, dann kommt der halt weg. Aber das war's jetzt wirklich. Hätte ja auch Iridiumerz sein können. Auf diesem Weg haben wir hier noch eine Quest anzunehmen, tatsächlich. Ich brauche Skorpionkarpfen, falls es nicht zu viel Arbeit ist, sagt Shane. Dazu müsste ich ja erstmal in die Wüste gehen. Aber das habe ich jetzt für morgen eigentlich nicht vor. Also eigentlich ist das schon wieder zum Scheitern verurteilt. Hier ist auch wieder ein Haufen Zeug, was wir einsammeln könnte. Aber das werde ich heute wohl nicht mehr packen. Okay. Kriegen wir denn hier noch ein paar Sachen los? So ein bisschen was schon. Was ist denn der Blobfisch wert? 500? Alright, der lohnt sich ja fast, den zu züchten, ey. Gut. Wir verkaufen das hier. Den Diamanten. Beim Waldspringer bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Auf jeden Fall die Superseegurke. Waldspringer. Wo haben wir ihn denn? Hier, 75. Naja, den kann ich eher verkaufen, denke ich. So, aber ich muss erstmal dringend nach drinnen. Hier kann noch was rein. Erstmal schlafen gehen. Und dann sehen wir, was der morgige Tag uns noch bringt. Was haben wir denn am 100. Tag hier bekommen? 9588. Ja. Das kann er gar nicht darstellen hier. Was ist denn hier los mit dem mitternächtlichen Tintenfisch? Das sieht ein bisschen seltsam aus, oder? Sieht das immer so aus? Ja, also ist irgendein Fehler. Naja. Okay. Gucken wir mal, was das Glück heute sagt. Heute sind sie leicht verstört, die Geister. Das ist ja schade. Radieschensalat. Haben wir... Achso, nee, das kennen wir ja schon. Haben wir irgendwas, was hier drin bleiben muss? Eigentlich nicht, ne? Dann ist ja alles gut. Wir räuchern auf jeden Fall fröhlich weiter. Mach mal mit dem Gruselfisch hier. Achso, ich brauche jetzt Kohle. Das ist ein Problem. Also. Ach nee. So, dann haben wir Post bekommen. Dörte, entschuldige, dass ich schon wieder störe, aber ich brauche einen weiteren Gefallen. Ich habe einen neuen Hammer und würde ihn gerne an verschiedenen Metallen ausprobieren. Könntest du mir einen Eisenbarren schmelzen und vorbeibringen? Danke, Clint. Ja, das ist gar kein Problem. Das kriegen wir locker auf die Reihe. So, die Sachen wachsen hier. Wir haben hier auch nochmal einen weiteren Mahagoni-Samen. Könnten wir eigentlich auch gleich nochmal einpflanzen. Und dann mache ich nochmal einen weiteren Dünger. Das reicht schon. Hier.
Okay. Hier sind Sachen fertig geworden. Und dort, ich glaube, ich hatte irgendwie Laich hier, genau. Können wir schon mal gleich mit weitermachen. Hier müsste eigentlich auch noch mehr sein. Vielleicht nehme ich jetzt den Regenbogenforelle-Laich. Und genau, pack den hier mit rein. Das kommt hier rein. Wäre aber eigentlich auch in der Nähe von dem Fischräucherer gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich versetze den mal. Dann komme ich da schon mal ein bisschen besser durch. Wir das jetzt so machen. Oh, der ist sogar schon fertig. Ja. Sehr gut. Ich habe natürlich wieder einen Haufen Saatgut, das ich wahrscheinlich nicht unterbringen kann. Wahrscheinlich werde ich eine weitere Truhe brauchen. Wir brauchen aber auch mal wieder echt dringend mehr Holz. Echt nicht so gut durch. Wir gehen jetzt zu den Hühnern zuerst. Und heute müsste ich doch... Heute könnte ich vielleicht bei Mani vorbeigucken. Vielleicht hat sie heute ja mal offen. Ich hoffe mal, sie sieht es heute nicht so als Feiertag. Und dann könnten wir heute vielleicht mal die Tiere kaufen. Die fehlenden. Und vielleicht auch schon einen ersten Autogreifer. Ich meine, das Geld hätten wir dafür. Muss ich mir nochmal überlegen. Ja, das ist genauso, wie ich es gesagt habe. Wir haben eigentlich gar keinen Platz dafür. Ich mache jetzt aber noch eine weitere Kiste. So, und dann werde ich jetzt eine Kiste mit so Baumdünger und diesem Helfersgedöns voll machen. Und das eigentliche Saatgut kommt jetzt hier rein. Ich weiß nicht, ob diese Ordnung so erhalten werden kann. Kann auch gut sein, dass wir das irgendwann anders machen müssen, aber fürs Erste machen wir es so. Könnte ich den Orangenbaum eigentlich auch gleich anpflanzen? 1, 2, 3. Ich habe jetzt meinen Melkeimer dummerweise nicht dabei. Sonst hätten wir da noch direkt weitermachen können. Hier ist was auszugraben. Eine Winterwurzel. Hier gibt es natürlich auch wieder was. Da ist nochmal was auszugraben. Können doch nochmal in die Höhle gehen. Ja, ist nichts drin. Na, da scheint sich jetzt noch nichts getan zu haben mit diesen Bäumen. Ist ein bisschen schade. Ich habe so die leise Befürchtung, dass die nicht wachsen können, wenn nebendran schon was steht. Das wäre so ein bisschen blöd. Das brauche ich. Das brauche ich. Dann einmal Mayonnaise. Die Wolle verarbeiten. Eier können eigentlich alle hier rein. Der Hund ist schon wieder ganz verrückt. Die beiden. Was ist los? Ich habe Lehm bekommen. Wie schön. Ja, ein bisschen was zu räuchern haben wir noch. Hier ist einfach gar kein Platz dran. Ich meine, wir können ja gleich noch ein bisschen was räuchern. Wir sind ja noch vielleicht ein bisschen auf dem Hof, dann könnten wir vielleicht den Tintenfisch hier auch noch gleich mit räuchern. Hätten wir das. Der Regenbogenforelle-Laich muss noch wohin. Ich muss noch was hier in dieses Dingenskirchen reinmachen, in den Dehydrator. Ich glaube, ich werde jetzt mal Brombeeren nehmen. Die sind zwar nicht so viel wert, aber Hauptsache, der ist beschäftigt. Ah ja, und die Kühe. Richtig. Da war ja was. Ziegenmilch. Die hat keine, klar. Oh, gleich die nächsten Sachen fertig geworden. Ach, komm schon. Was machen wir denn da jetzt rein? Mache ich einfach wieder ein bisschen Aubergine? Und noch eine Runde. Julia-Cola können wir hier noch speichern.
So, und jetzt habe ich überlegt, wenn ich heute auf den Nachtmarkt gehe, dass ich ein paar Geschenke mitnehme. Es sind heute leider nicht so viele Leute da, aber wir können was für Elliot mitnehmen. Für Evelyn habe ich auch noch Tulpen, genau. George, da habe ich leider nichts. Für Jody könnten wir was herstellen. Und für Sam habe ich auf jeden Fall die Joja-Cola. Ich hätte aber sogar noch was Besseres für ihn, glaube ich. Und zwar mag er, wenn mich nicht alles täuscht, auch diesen Ahornriegel. So, und bei Jody muss ich jetzt kurz ein bisschen nachdenken. Was wollte die denn nochmal? Muss ich mal gucken, was ich jetzt hier gerade habe. Also, sie mag zum Beispiel Pfannkuchen. Weizenmehl und Ei, das sollte ich doch haben. Und für Alex, Lachs, Amaranth und Grünkohl wäre die Lachsmahlzeit. Die mag er auf jeden Fall. Lachs sollte ich haben. Ich glaube, ich habe auch schon welchen reingebracht. Amaranth und Grünkohl habe ich hoffentlich auch noch. Weil nicht hier drin natürlich. Nehmen wir mal diesen Grünkohl und den Amaranth. Ah, rein mit den Zutaten. Genau, einmal Pfannkuchen und einmal Lachsmahlzeit. Als Geschenke noch. Dann bin ich eigentlich gut vorbereitet. Wir haben Geschenke. Die Kohle lassen wir mal hier. Da haben wir keinen Platz für das. Ich muss das eigentlich nochmal anstoßen. Ist wenigstens, genau, sind ja auch gerade fertig. Oh, da kommt ein Zug, okay. Okay, das kann weg. So, und jetzt bin ich aber vorbereitet. Achso, für George habe ich auch nichts gefunden. Wir könnten ihm ja irgendwas mitbringen, wenigstens eine Narzisse oder sowas. Wir können aufbrechen, wir gehen einmal zu Mani und hoffentlich ist sie da. Danach sollten wir auf jeden Fall nochmal in den geheimen Wald gehen, um weiteres Hartholz zu bekommen. Ach, ein Glück, sie ist da. Wie läuft's auf Tyrannenhof? Ja, super. Wir werden Tiere kaufen, und zwar ein Schaf. Jakoba. Gex, Zatscher. Was klingt denn irgendwie nach einem Schaf? Ello. Moose. Das nehme ich. Sehr schön. Ich sende die kleine Moose sofort zu ihrem neuen Zuhause. Okay. Dann will ich außerdem noch ein Schwein. Vielleicht will ich sogar zwei Schweine, muss ich noch überlegen. Wie nennen wir denn die so? Pruki. Das gefällt mir. Die kleine Pruki. Ja. Nochmal 16.000. Das ist die Hälfte von unserem Geld. Dann reicht es auf jeden Fall nicht mehr für den Autogreifer. Aber ich glaube, ein zweites Schwein wäre echt nicht verkehrt. Bei den Schafen bin ich ja jetzt nicht so, aber Kopi, das gefällt mir. Die kleine Kopi. Wir brauchen dafür aber auch noch ein bisschen Tierbedarf. Wir brauchen nämlich noch eine Schafschiere. Hundehütte, normale Hundehütte. Ja, das ist eher Dekoration, würde ich behaupten. Das machen wir wann anders. Hier ist noch was auszugraben. Kupfer. Was ist das denn? Ein Gefallen für Clint. Wir sollen ihm den Eisenbarren bringen. Und ich sehe gerade, ich bin total über der Zeit. Ich werde jetzt diese Folge an dieser Stelle beenden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.